Exultia, wo auch immer das sein soll. Und ich wäre dem Spiel sehr verbunden, wenn es nicht dauernd versuchen würde, die Verbindung zu den Bethesda Online-Diensten wiederherzustellen. Wobei ich schon sehr gut finde, dass man auch ohne spielen kann. Oh, die kenne ich. Also ich bin mir sicher, ich werde es hassen, wenn einer von denen auftritt und ich gegen sie kämpfen muss. Aber was könnte das sein? Eine Railgun? Wäre sehr nice. Zuerst mal gucken. Wo können wir? Da drüben. Na, kleines Wölfchen? Ja. Upsi. Upsi. Ach, die Dinger hätte ich auch beschießen können. Ja, beschissen. Weiß jemand, was das da oben für eine Anzeige oben rechts ist? Die fällt mir jetzt gerade erst auf. Hundi! Ja. Ich muss sagen, den Teil hier habe ich tatsächlich beim Herrn Gronke gesehen. Oder Teile davon zumindest. Exultia. Ja. Ja, bisschen Farbe, dann kann man es wieder verwenden. Übersetzung eines Textes aus dem Ligra Sultagenta, Buch der Könige. Verrat entspringt aus unserer dunkelsten Mitte, befeuert von Habgier, denn ich wurde von der getäuscht. Gen Norden reisten die Priester mit mir als Verbündete gegen Khan Maike, keine Ahnung. Und ihr, ich weiß, ich habe es gerade fünfmal gehört. Und ihre skrupellosen Vorgehensweise, verheißungsvolle Worte sprachen, sie formten einen Plan für uns und pflanzten den Saaten des Verlangens nach einem überstürzten Triumph. Sie sprachen von Wissen über die Machtquelle des Maikres im Reich der Dämonen, eine riesige Seelenschmelze, in der die Unschuldigen dem Feuer im Austausch mit der Essenz übergeben werden. Man versprach uns den Sieg mit der Zerstörung der Schmelze und die Narren, wie wir waren, Narr, der ich war, schenken wir ihren Lügen Glauben. Auf Geheiß entsandten wir den Doomslayer und die Wächter der Nacht, um die Schmelze zu zerstören. Die Priester beschworen ein Ausgangstor, als der letzte Veteran das Reich der Dämonen betrat. Unsere letzte Hoffnung auf den Rückgewinn unseres Herrschaftsgebiets versiegelten die Deag den Pfad und überließen sie ihrem Schicksal. Sie waren durch die Handlungen von Verrätern im ewigen Nichts gefangen. Wie konnte ich ihr Vorhaben nicht erkennen? Blendete mich die Trauer über den Verlust von Taras Nabat? Den Verlust unseres Volkes? Wieder flohen wir und es blieb kaum eine Legion von Wächtern der Nacht, um uns zu beschützen. Fort sind die Deag zurück unter den Schwingen ihrer Herrin. Mögen mir die Geister für mein Versagen vergeben. Ja, das war dann wohl nichts oder so. Hundi umgestürzt. Nein, Hundi schläft. Was bist denn du? Tot bist du. Autsch, autsch, autsch. Hinweis, Spieldienste können nicht bla, wie mich das stört. Sonst
sonst noch jemand? Ja, alle Fahrscheine verteilt, alles gut. Huch, wer bist denn du? Tot bist du. Ich mag diese Sprengfallen. Ab und an etwas in die Luft jagen. Schon ist die Welt ein besserer Ort. Hallo Hund. Ich weiß, ich sollte es nehmen. Ach, ich nehm's einfach. Blutschlag erhalten. Schönes Geräusch, wenn man das Auge rauszieht. Plöpp. Ja. Blutschlag ist ein Nahkampfangriff, der zusätzlichen Schaden anführt. Glory Kills füllen die Blutschlaganzeige auf. Drücke E oder. Alles klar. Nice one. Nope. Da liegt was ich will. Und da unten ist wahrscheinlich was ich nicht will. Upsi. Der wird ja gleich den Kopf verlieren. Oder alle anderen Körperteile. Runen verstärken eine Fähigkeit oder aktivieren neue. Was denn jetzt? Verstärken deine Fähigkeit oder aktivieren neue. Ja, schön. Du führst den Glory-Schlag schneller aus. Zielst den Glory-Kill noch aus größerer Entfernung. Erlangst einen Tempo-Boost. Wow. Nach dem Glory-Kill. Überlebe einen tödlichen Treffer, verlangsame die Zeit kurzzeitig, was dir die Chance gibt, dich zu erholen. Rune wird beim Tod wieder aufgeladen. Verlängert die Benommenheit von Gegnern. Erhöht die Bewegungskontrolle aus der Luft. Um in der Luft kurze Zeit anzuhalten, wenn die Rune komplett aufgebraucht ist, musst du sie warten, bis sie wieder aufgeladen ist. Okay. Gegner, die unter dem Einfluss von Spezialwaffen getötet werden, senken die Aufladezeit. Von einem Blutschlag, Schockwelle getötete Gegner hinterlassen Gesundheit. Ich glaube, der Glory Kill aus größerer Entfernung. That's my fighting style. Runenausrüstungstutorial. Reiter Runen dosierst, hier was näher oben angezeigt. Rüste sie aus, indem du die verfügbaren Plätze einsetzt. Na, da ist ja jetzt gerade nicht viel. Findest du mehr Runen, schaltest mehr Runenplätze frei. Was? Wie unerwartet. Ah, I see where I get here. Extra Leben. Ist das jetzt die Ecke oder? Erst rauf, dann runter. Okay, das ist höchst ineffektiv. War höchst ineffektiv, was ich da gerade getan habe.
Der Arachnotron, ein Spielezeug. Sehr schön. Danke. Nein, so war das nicht gedacht. Aber extra ist mir gut. Komm, stirb rein. Oh, zum. So, jetzt fühle ich mich wieder ein bisschen besser. Hier noch irgendwas rum. Bis jetzt macht Spaß. Ob das jetzt eine Empfehlung ist, kann ich dir nicht sagen. Also, es macht tatsächlich Spaß. Ja, etwas. Die Frage ist halt, ob es auf deinem Rechner läuft, aber offensichtlich hat das Spiel jetzt keine so großen Ressourcensteuerung, wie man es von einem ID-Game erwarten würde. Aber auf der anderen Seite, ja. Ich habe es nur auf Hoch und ein bisschen Ultra. Also. Aber das passt schon. Das ist super. Ah, nimm das. Genau deswegen braucht ich das. Es ist halt sehr schnell. Es erinnert mich ein bisschen was an diverse Ultra-Tournament-Sachen. Ich habe keine Munition, wenn das eine Ding. Verdammt! Kein Treibstoff, ja, supi. Auch eine Idee. Stirb. Da fällt mir was ein. Oh ja, nicht genug Treibstoff, um das Ding zu besiegen. Ansonsten hatte ich... ja, gut. Ja, das war wohl nicht so gut. Das Störendste im Moment ist, dass tatsächlich jedes Mal, wenn ich lade, er versucht, zu den Bethesda Online-Diensten zu verbinden. Und die sind aktuell nicht verfügbar. Mag da eigentlich mal jemand ganz kurz irgendwo schauen, warum und weshalb die nicht da sind? Das würde mich gerade interessieren. Ach, theoretisch kämen wir da wieder hoch. Alles klar, alles klar, alles klar. Mehr Rüstung, Weiz. Nein, zu früh gesprungen. Ich bin ein Held. Na gut, dann laden wir nochmal. Dann laden wir einfach nochmal. Es tut mir leid. Ah, diesmal will er gerade nicht verbinden, weil er gerade noch zwei Sekunden noch verdammt verbunden ist.
Manchmal ist das Zeug, was hier rumliegt, ein bisschen störend. Das war nicht so gut. Das war jetzt Tod 2 an dieser Stelle. Wie ich schon gesagt habe, wenn ich dreimal an der gleichen Stelle krepiere, dann... Ich will den Scheiß nicht einfach mitnehmen. Was soll... Das wollte ich. Hahaha, außer schön. Ich mag es, dass sie die Glory Kills, je nachdem von wo du sie tötest, abändern sind. Server sind wohl alle da, laut deren Webseite. Über Twitter sagt man auch nichts drüber. Okay. Das ist ja lustig. Boah, grüßt mein Mega-Gemahl, aber mich nicht. Schämt er sich da nicht. Schließe alle Begegnungen in der Mission für Waffenpunkte ab. Die Anzeige der dämonischen Verderbter zeigt deren Erhalt Punkte an. Jede Mission gibt insgesamt 10 Waffenpunkte. Ah, okay. Waffenmodus, Verbesserungstutorial. Hier kannst du deinen Waffenmodus verbessern. Was gab es hier noch? Mikroraketen. Nein, ich glaube, ich will... 5-8, bevor du nachladen musst. Ach, das kostet 3, das kostet 6. Wir haben 6. Ja, mehr muss es gut. Da hast du jetzt auch die Erklärung für die Leiste. Ja! Sammelt eine Verbesserung für eine Waffenmeisterschaft zur Herausforderung. Die Gameplay-Herausforderung abgeschlossen wird die volle Macht der Waffe freigeschaltet. Alles klar. Die volle Macht. So, haben wir hier noch irgendwas anderes, was wir einsammeln können? So, extra Leben, irgendwas. Dies, das. Die Maus. Munition, Benzin. Nichts mehr, nein. Da kommt der Angel hoch. Oh. Hätte ich fast übersehen.